Leute, ich bin endlich in Midgar. Mich kriegt nichts klein. Ich bin Yuffie, Agentin der Übergangsregierung von Wotan und talentierte Materiajägerin. Ich soll die ultimative Materia rauben, um Shinras Pläne zu durchkreuzen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um heute hier bei euch zu sein. Freunde von Avalanche, auf gute Zusammenarbeit. Zeigen wir sie. Freunde von Avalanche. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn bitte alle? Ein Mogri. Ein Mogri. Hä? Folge dem Mogri. Verstehe ich das richtig? Interessant. Das soll irgendein Test sein, oder? Ihr traut euch ja was. Und herzlich willkommen zu einem Let's Play mit dem DLC Yuffie oder auch Intermission. Da habe ich jetzt ein bisschen gewartet. Bin auch froh, jetzt die PS5 zu haben. Sonst hätten wir ja noch bis Dezember warten müssen, um den DLC auch auf der PS4 spielen zu können, was ich halt ein bisschen schade finde. Hat halt mit Final Fantasy VII Remake auch der PS4 angefangen. Und ohne PS5 muss man echt lange warten. Aber erstmal mit der Steuerung klarkommen. Wieder ein Weilchen her. Zwischendurch hat viel Genshin Impact gespielt und andere Spiele. Bislang bin ich. Ich glaube, die Grafik hat sich ein bisschen verbessert. Aber wir gucken uns erstmal um. Okay, so schlagen wir. War Kommando. Ich glaube, mehr können wir noch nicht machen. Hab die Karte. Ja, lasse ich lieber so. Dann gehen wir noch mal weiter. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder in den Stumps. Kämpfen mit Yuffie. Yuffie beherrscht sowohl die Nah- als auch den Distanzkampf. Drücke Viereck, um Gegner mit dem Schuriken anzugreifen. Hatte die Taste gedrückt, um weiter anzugreifen. Aber gleichzeitig auch Abstand zwischen Yuffie und den Gegner zu bringen. Präzise Abwehr. Wenn du Angriffe blockst, kurz bevor sie dich treffen, kannst du großen Schaden vermeiden. Wie block ich denn nochmal? Steht jetzt da nicht. Keine Großstadt ohne Ranken, was? Okay, das dann war. Zeig mal, was ihr könnt. Alles blocken. Okay, so auch rollen und ausweichen. Das klappt auch ganz gut. Machen wir mal werfen. Okay, der macht anscheinend permanent Schaden. Aber er greift beide an, die ein bisschen in der Nähe sind. Mann, was haben wir denn? Magie kann sie Vita anscheinend.
Gegenstände? Nee, wollen wir nicht. Dann Fertigkeiten. Natürlich sind einfach eine Attacke und verstärkt alle folgenden Angriffe. Seit Ende Runde die Gegner im Umkreis Schaden zufügt. Zusatzeffekt zieht Gegner näher heran. Und Elementar-Jutsu, Ninjutsu. Wenn Yuffie ihren Shuriken nicht in der Hand hält, kann sie mit Viereck ihren Ninjutsu Angriffe aus der Distanz einsetzen. Mit Elementar-Ninjutsu lässt sich das Element der Angriffe ändern. Mit Steuerkreuz, links oder rechts, muss zwischen Elementen hin und her zu wechseln. Zu Beginn sind die Ninjutsu Angriffe elementneutral. Nutze Elementar-Ninjutsu, um elementare Schwächen deiner Gegner auszunutzen und dir einen Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Okay. Okay, das sind Pfeilblanken auf Frost, Gewitter, Luft. Die Analyse legt Informationen über den Gegner offen. Stehen steht potenziell ein Gegenstand. Ja, dann hören wir mal den Urin Kazan gerade zu verstärken. Aber mal Biorate A, die ist ja. Und dann werden wir doch mal Glamjutsu machen. Das war doch ein Klang! Das lief doch ganz gut. Sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Dann mal weiter. Oh, da geht's anscheinend gleich weiter. Da oben steht dann mal Ausweichen blocken. Befehl ist L1. Das andere kann ich gerade nicht lesen. Ich habe Anvisieren. R3. Ah, da sehen wir gerade den Allesfresser, wie die glaube hießen. Okay, Yuffie stärken. Drücke Dreieck, um Yuffie Schulden auf einen Gegner zu werfen. Wenn sie die Waffe nicht in ihre Hand hält, kann Yuffie mit Viereck einen Ninjutsu-Angriff auslösen. Der Schulden kehrt nach einer bestimmten Zeit automatisch zu Yuffie zurück. Du kannst ihn mit Dreieck aber auch mal einsammeln. Okay. Währenddessen könnte der Gegner quasi normal angreifen. Hups, das war nicht schlau. Ich hab mir gerade Festklammern gemacht. Ciao, ciao. Ja, jetzt ist der Tier noch beliebt. Ich höre! Die Leine! Jetzt ist Schluss! Okay, ist gerade geschockt. Na, dass wir kein Japanisch können. Ich würde gerne wissen, was da drauf steht. Jo. Gegenstände zerstören. Luffy kann auch weit entfernte Shinra-Frachtkisten mit Dreieck zerstören. Halte die Augen offen und lass dir keine Kiste entgehen. Ah, genau, die kennen wir doch noch. Ah, das ist echt praktisch. Sie sammelt dann auch gleich die Gegenstände ein. Die konnten wir auch noch erwischen. Die anderen bekommen wir wahrscheinlich, wenn wir da auf die Brücke laufen. Zumindest sehe ich jetzt nichts anderes. Ah, jetzt geht es. P-Heilung. Sagen uns die Punkte, ja, hätten uns mal heilen sollen. Wieder schon was? Ja, wieder reicht. Ja, weiter. Ja, das sieht auch interessant aus. So, dann springen wir nochmal ab. Fähigkeitspunkte sammeln. Macht irgendwie Rikazan. Niemand entkommt hier! Nimm das!
mache jetzt ein Biowaffen fertig. Dann bin ich ja den Schimmerer. Dann müssen wir doch mal für sein Gewitter ein bisschen gut gegen ihn sein, oder? Wir haben doch gerade schon Blitz, ne? Genau, weil da unten rechts über Yuffie ist ein Blitzsymbol. Ich glaube, wenn wir werfen, angreifen, kommt dann Blitz. Also machen wir Blitzattacken. Wollen wir eine Analyse machen? Was war denn seine Schwäche? Gar nichts, ne? Doch, Luft soll wirksam sein, ne? Das bedeutet das doch. Seine Fertigkeiten sind doch auch Luftattacken. Genau, wird elementar. Ach, steht auch da. Windelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Wenn du das mit Magieattacken triffst, fliegt das kurzzeitig tiefer. Ja, wir können Phönixfeder stehen. Alterationssphäre und Heiltrank. Ja, doch mal, ne? Stehlen. Oh, schön fehlgeschlagen. Was? Haben wir natürlich keine Rassierfeuer? Oh. Kann ich eigentlich ausweichen? Das ging ordentlich schief. So, stehen. Oh, ich bin nichts hier schon. Komm, machen wir mal richtig fertig. Machen wir mal Wirbelsprung. Okay, es sollte uns natürlich erstmal heilen. Ja, das sollte erstmal reichen. Ah, hier ist der Mokri. Ja. So wie mich alle kennt, dann wisst ihr, ich erkunde mal alles ausgiebig. Dafür hilft ja auch die Minikarte mal ganz gut, finde ich. Oh. Ach, das war einer dieser Typen, ne? Nano? Na, ich. Wo ist der Mokri? Ich muss den Lift runterholen, damit ich weiter kann. Den Shuriken vielfältig einsetzen. Mit einem gezielten Wurf deines Shuriken kannst du nicht nur Shinra-Fachkisten zerstören, sondern zum Beispiel auch weit entfernte Schalter betätigen. Machen wir doch gleich. Ich wollte mich erstmal umgucken. Reunion. Also richtig sein Gesicht kann man nicht erkennen. Okay, dann holen wir mal die Luft runter. Aktiviert. So macht man das. Das läuft ja wie geschmiert. Ah, da ist der Mokri. So, wieder rein in die gute Stube. Schon sagen, ist der Wecker, der steht ja da noch. Ja, das Schuh wird nicht getroffen. So. Normalanalyse. Ah, wirksames Eis. Nicht.
Aber Gegengift können wir klauen. Oh, hier ist nochmal David. Mist, das war wieder sehr doof. Sagt, man muss erstmal wieder richtig reinkommen. Gar nicht übel, oder? So, aber Wirbelsturm hat bisher ganz gut geklappt. Jo, mit einer starken Attacke, finde ich. Okay, hier geht's weiter. Okay, da hat der Cursor was angezeigt, dass wir irgendwas treffen konnten oder können. Irgendwas scheint noch da zu sein. Sah ich gerade aus. Das müsste da der Mokri. Könnte man nicht die Leiter auch runterrutschen? Das muss ich mal kurz ausprobieren. Ah, da. Da kam's. Ja, guck, hier haben wir eine versteckte Kiste gefunden. Super Tank, zweimal. So, geht doch. Noch eine Materie hier. Wir als professioneller Materiejäger sollten das nicht verpassen, die Gelegenheit. Ich kann dich auch so klein schlagen. So. Und was haben wir hier? EP-Boost. Sehr gut. So, eine kleine Abkürzung. Da ist der Moki, der zeigt nach dort. So. Ist das alles runtergekommen hier? Ich dachte immer, Midgar wäre so eine strahlend schöne Großstadt. Bin fast enttäuscht. Die Stadt fällt noch auseinander, bevor Wutai einmarschieren kann. Aber sind hier auch den Slums? Das sollte man nicht vergessen. Ah. Hier ist eine Kiste. Kraftreif. Da geht's nach oben. Da sind noch mehr Kisten. Mehr Kisten. Dann gehen wir doch mal die Leiter nach oben. Ein bisschen schneller. Das machen wir mit R1. So wie mit dem Runterrutschen. Jetzt ist nichts mehr da, was wir zerstören können. So. R1 zum Runterrutschen. Ah, da ist wieder einer dieser Männer im Umhang da hinten. Da hinten sieht man den. Super, Yuffie. Hier ist eine Stange, da kann ich anscheinend wieder runterrutschen. Da ist man nach oben. Müssen wir dann wieder runterrutschen? Da
würde sagen, wir sind doch hier am Anfang. Irgendwas verpasst. Oh, damit sollte es gehen. Hindernis. Tritt der Schuriken-Flug auf ein Hindernis, breit er ab. Versuche dann, ihn von einer anderen Position aus nochmal zu werfen. Ja. Ah, deswegen mussten wir nach oben und konnten dann mit der Stange runterrutschen. Dann machen wir das doch nochmal. Das von hier auch schon? Ich würde sagen, nein. So, jetzt aber. So, jetzt gibt's Saures. So, jetzt ab nach unten. Ich sage, dem passiert nichts und wenn, ist er auch stark genug, um sich selber zu helfen. Okay. So, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Wir machen mal Vitra. Oh, ich schwör, den auszuweichen. Erstmal besiegt worden. Können wir nicht ausweichen? Oder müssen wir es jetzt blocken? Ja. Okay. Die guten Dinge sind zwei. Oder sollten wir uns auf einen konzentrieren? Ja. Wie ist das? Jetzt bin ich sauer! So, wenn wir es verteidigen. Nochmal wirbelst du noch den Verletzten. Okay. Ach, Mist. Lass mich los! Keine große Sache! So, einen haben wir besiegt. So, Vitra. So. Nicht mal ein Danke? Ja, da kann doch nicht viel reden. Ich glaube, das nächste Mal sollten wir erstmal Polyphen noch richtig ausrüsten. Hätten wir wahrscheinlich auch mehr abgekonnt. Da geht's wahrscheinlich weiter. Ah ne, da geht's weiter. Oh, da oben sehe ich was Cooles leuchten. Es lohnt sich immer wieder, mal abseits des Weges zu gucken. Ja, aber ich war nicht verwundert, dass wir auch relativ jetzt am Anfang sterben oder besiegt werden. Man muss erstmal wieder richtig reinkommen mit der Mechanik. So, da ist ja die Materie und was haben wir da? Luft.
Wie war denn das? Okay. Haben wir denn hier auch die DLCs mit Kaktor und so weiter? Ja, ich glaube, das können wir auch alles runterladen. Machen wir das nochmal schnell. Ja, vielleicht schon mal was ausrüsten. Ausrüstung. Ja, wie war denn das? Ich glaube, eine andere Waffe hat sie noch nicht. Nee. Hier spezieller Schuriken, das ist die bevorzugte Waffe der Ninjas aus Wutai. Ja, Fertigkeiten hat das Elementar hierzu. Wählt ein Elementar aus, das verstärkt und wenn den zu Angriff verwendet wird. Wenn wir das halt voll gelernt haben, das ist dann halt dieser Geschicklichkeitsbonus, das habe ich mir noch gemerkt. Dann kriegen wir die elementare Schwäche des Gegners mit Hilfe eines Ninjutsu-Angriffs ausnutzen. Dann haben wir den Ninja-Armreif. Verteidigung und Zauberei hat er ganz gut. Den hier noch, Armreif des Dorns. Des Dorns. Der ist aber schwächer. Ich würde sagen, die aktuelle ist der beste. Und Kraftangreif können wir. Gerade ist nichts angelegt, ne? Kingshot sagen die so. Ja, ich glaube, den können wir sonst anziehen, oder? Der ist auch nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Aber gerade so von den Fähigkeiten her hat sie ein bisschen mehr physische Attacke als Magieattacke, aber nur um 1, wenn man die 6. abzieht. Dann hier ganz gut, nichts sogar gleich fertig. Ich glaube, die können beides gut, also außer lanciert physische und magische Attacken. Ja, ich würde sagen, nehmen wir den Starlet-Gürtel. Was hat sie denn für Materia stehen? Hat sie Ausweich rundum stark? Ah, das kennen wir doch noch. Also ist Ausweichen ganz gut. Dann hat sie heilen. Was können wir denn hier machen? Ah. Das ist jetzt ein extra Slot, was nicht vorher auch irgendwo links wird verbaut. Ja, Karfunkel ermöglicht den Beschwören. Ermöglicht die Beschwörung von Karfunkel, ein Esper, der mit Hilfs- und Heilmagie wie Rubinlicht und Perlenglanz ihre Gefährten unterstützt. Mit Perlen, mit Diamantenglanz, mit gleichzeitig MP-Heilung, Medica und Engel gewirkt werden. Kaktor ermöglicht die Beschwörung eines Kaktors, einer Esper, die ungeachtet der Verteidigungswerte des Gegners einen festen Schadenswert zufügen kann. Die Spezialattacke 10.000 Stacheln hat großes Schockpotenzial und lädt die ATB-Leiste seiner Gefährten auf. Goro-Küken ermöglicht die Beschwörung eines Schoko-Kükens, einer Esper, die Feuer, Eis, Blitz und will elementare Magieattacken einsetzen und damit die Schwäche eines Gegners optimal aussetzen kann. Die Schwitzattacke Schokobo Flair ist ein elementneutraler Angriff. War schwierig, aber ich glaube, ich nehme mal Kaktor. Den hatte ich immer so als Favoriten gehabt. Obwohl Küken nicht schlecht ist. Dann hat sie noch Ukinagashi drin. Eine Fertigkeit mit dem Angriff abgewehrt und der Gegner im Anschluss ohne Verzögerung angegriffen werden kann. Wird aktiviert, wenn während des Ausweichens mit Kreis die R1-Taste gedrückt gehalten wird. Wird dabei ein Gegner getroffen, er hat eine geringe Menge an Schaden. Muss mal an. Okay, also blocken und dann müssen wir halt ausweichen. Wenn der in der Nähe ist, kriegt er noch Schaden. Okay. Analyse haben wir schon gemacht. Achso, das ist jetzt unsere. Nee, doch nicht. Effizientes Blocken können wir noch machen. TP-Boost wäre nicht schlecht, denke ich. Kieferkettung. Ja, komm, mach mal TP-Boost rein. Okay, Waffenmodifikation schon irgendwas?
So, wir haben 16 WP, da kommt noch was ausgegeben. Warum können wir... Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, fangen wir doch erstmal damit an. Das hört sich doch auch gut an. Okay, mehr können wir nicht machen, weil die alle 6 Punkte kosten. Quatschen wir noch einmal an. Das hört sich nicht gut an. Und noch eine Kiste. Oh, 1000 Gil. Hier ist jetzt doch nichts mehr versteckt. Hätte ja sein können. Geht's nicht hoch. Wir müssen hier durch. Ist das ein anderer Typ oder ist er jetzt an uns vorbei gehuscht? So, ein paar Kisten zerstören. Supertrank. Ja, nee, das ist Nummer 6. Nee, Nummer 16. Ja, die ist auf jeden Fall mutiert. Okay, dann ab zur Feuertaufe.